Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Ich habe mich jetzt einige Zeit nicht blicken lassen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich an meiner Bachelorarbeit arbeite. Die ist jetzt endlich beendet. Tada! Sieht man das? Ich weiß nicht. Ich weiß aber nie, wie die Kamera so... Okay. Es ist ein Comic. Ich habe in meinem Designstudium einen Comic als Abschlussarbeit gemacht, was ziemlich nice ist. Der ist fertig. Gibt's jetzt nicht irgendwie offiziell irgendwo zu kaufen oder so, aber ich weiß nicht, wenn da irgendwie noch was bei rumkommt, halte ich euch auf dem Laufenden, aber ja, ich habe einen Comic gemacht, auf meinem Comic-Kanal, das ist doch eigentlich ganz passend. Und ich würde sagen, Leute, ihr seht es im Titel schon, Trailer-Reaction zu Aquaman, ich bin sehr gespannt. Das ist meine erste Aufnahme seit wirklich, glaube ich, einem halben Jahr oder so. Oder 3-4 Monaten, also ich hoffe, hier klappt das nimmt auf, Kamera nimmt auf, Mikrofon nimmt auf. Und ich habe hier das Video, ich habe hier meine Kopfhörer. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin so semi-gehypt, also die DC-Filme. Ich bin kein DC-Hater, ganz im Gegenteil. Ich meine, ihr könnt vielleicht ein bisschen hier an der Wand was erkennen, falls die überhaupt hier im Bild ist. Aber hier sind viele DC-Comics. Ich liebe DC. Ich liebe Aquaman eigentlich. Das ist einer meiner Lieblingshelden tatsächlich. Jason Momoas Aquaman, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Aquaman. Auch, also vom Style und vom Auftreten her, ist er mir ein bisschen zu, weiß nicht, animalisch. Ich weiß, es könnte geil sein, es könnte auch scheiße sein. Ich fand es in Justice League, hat man zu wenig gesehen, um das beurteilen zu können. Deswegen bin ich jetzt umso mehr auf diesen Trailer gespannt. Los geht's. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, Comic-Con ist immer nice. Also gerade ist die Comic-Con in San Diego, deswegen kommen jetzt die ganzen Trailer. Shazam, die Trailer-Reaction, kommt natürlich auch in Kürze. In einer Stunde oder so könnt ihr die auch anschauen. Bin ich auch gespannt auf. So, der Ton ist hier volle Pulle an. Richtig mein laut. Mein Vater war Leuchtturmwärter. Auf Deutsch sogar, okay. Meine Mutter eine Königin. Aber das Leben bringt irgendwie alles zusammen. Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen. Seht euch das an! Arthur redet mit den Fischen! Nein! Lauf mich los! Das ist aber hässlich, ja. Durch sie bin ich, was ich bin. Das ist süß, der kleine Junge. Okay. Erlaubnis, an Bord zu kommen? Der Typ ist einfach so ein Mann, ne? Ich hab dich gesucht. Dein Halbbruder, König Orm, ist im Begriff der Oberwelt, den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen. Gänsehaut ein bisschen. Ich bin kein König. Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Und Amber Heard, das hat schon... Aufmunterungsversuch. Völlig daneben. Schnall dich lieber an. Holy shit. Willkommen zu Hause. Das ist heftig! Okay. Mein Bruder kommt aus der Oberwelt. Mir den Thron streitig zu machen. Ich nenn's einen Arschtritt. Der Satz war scheiße. Ich bin kein Anführer. Die Musik kenne ich nicht. Weil ich keine Wahl habe. Um meine Heimat zu retten. Und alle, die ich liebe. Du denkst, du wärst als Anführer unwürdig, weil du aus zwei Welten kommst. Alter, das ist wie aus dem ersten Comic. Genau deshalb bist du es. Also aus dem Video. Cool. Das sind die Viecher und Black Manta. Das war sehr cool. Der Oberwelt steht Krieg bevor. Und ich bringe den Zorn der sieben Weltmeere mit mir. What the hell? Wir sind da. Warte, was hast du vor? Hey, sie hat keinen Zweischirm. Rotarige, die muss man nehmen. Okay, dieser Schrei von Jason Momoa, wie oft war der in diesem Justice League Film? Dieser, also, okay, das war peinlich, was gerade gemacht hat, aber, nerv mich nicht, okay. Das war der Trailer. Ich muss sagen, mich verwirrt ein bisschen die Geschichte. Ich weiß nicht ganz, was die da zusammengemischt haben. Also es ist auf jeden Fall, habe ich den hier? Den habe ich nicht hier. Also auf jeden Fall aus dem New 52. Der Aquaman, diese Viecher, die man da gesehen hat, kommen da halt an Land und greifen die Menschen so ein bisschen an. Das ist so der Anfang des New 52 Aquamans, also des
nicht jetzt das aktuelle DC-Universum, sondern das, was davor war. Aktuelles Rebirth, davor war New 52. Und so wurde Aquaman eingeführt. Das war eine sehr gute Einführung. Aber dann mit Orm noch dazu, der spielt eigentlich im New 52 erst beim Kampf. Also es war so ein Justice League-Event, wenn ich das richtig im Kopf habe. Throne of Atlantis hieß das. Es gibt auch einen Animationsfilm zu. Ich droppe hier ein bisschen Knowledge, Leute. Aber da war Orm, hat da eine große Rolle gespielt. Und eigentlich am Anfang von der Aquaman New 52-Serie nicht. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, wann das hier alles einsetzen wird. Hype ist, ich sag mal so, ich bin vorsichtig gehypt, okay? Da waren coole Sachen dabei. Wie eben diese ganzen, ne? Also wie, ich fand diese eine Aufnahme, wo die irgendwie, ich weiß nicht, was das war, ich hab's nicht im ganzen Kopf, die gehen irgendwie da unter Wasser und überall sind diese Viecher und da hast du so ein rotes Licht, also optisch sind da ein paar schöne Elemente dabei. Muss aber sagen, von James Wan, der ja für, mir fallen jetzt keine Filme, aber er hat sehr gute Horrorfilme gemacht in den letzten Jahren, so die besten, ich kenne mich leider mit Horrorfilmen nicht so aus. Aber der, ich habe gehofft, er hat ja auch gesagt, er macht ne, die Tiefsee und dunkel und düster und gruselig. Davon habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Es ist sehr bunt. Es ist ein bisschen kindisch irgendwie von den Designs her und von der ganzen Bildsprache. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich habe wirklich gehofft, es wird ein bisschen dreckiger. Das sieht sehr nach dem Aquaman aus, den wir alle kennen, nur halt personifiziert mit Jason Momoa. Der sehr brutal ist, sehr männlich und sehr kraftvoll. Ich finde, das kollidiert ein bisschen, dieses Schöne mit diesem Brutalo. Und ich weiß nicht, da waren ein paar Sätze von ihm dabei, die haben mir überhaupt nicht getaugt. Also, ja, so ein paar cheesy One-Liner, die ich eher von Marvel kenne und jetzt nicht so von DC. Abwarten. Also, ich fand's gut. Aber jetzt nicht so der Bringer. Ich glaube, danach werden die Leute immer noch Aquaman haten. Also, das ist jetzt kein Trailer, wo plötzlich alle Hater sagen, yay, Aquaman ist cool. Also das war jetzt nicht so. Leider, ich warte wirklich auf den Tag, wo Leute endlich checken, dass es ein guter Charakter ist. Weil es ist ein guter Charakter und alle, die es nicht sagen, haben einfach keine Ahnung. So ist es einfach, es klingt arrogant, aber es ist so. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, Leute. Ich nehme jetzt die Reaction zu Shazam auf. Der soll ja, ich habe schon gehört, der soll ein bisschen geiler sein, der Trailer. Sieht für mich aktuell aus wie der übelste Trash. Da bin ich ganz ehrlich mit euch, aber es soll gut sein. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Ich bin sehr gespannt. Das war Aquaman. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ich bin jetzt wieder zurück. So, also ich habe Zeit jetzt. Studium ist beendet und jetzt wird ein bisschen gechillt, würde ich sagen. Und YouTube gemacht. Ja, ich bleibe mich ganz liebes Einladen. Bis dann. Ciao.